Staßfurt, rund 30 Kilometer südlich von Magdeburg gelegen, ist unser erster Halt. Die alte Salzpfennerstadt erlangte vor allem durch die seit 1875 entstandene Kaliindustrie und durch die zu DDR-Zeiten hier geschaffene zentrale Fernsehgeräteherstellung an wirtschaftlicher Bedeutung. Der Eisenbahnfreund aber verbindet mit dem Namen Staßfurt noch etwas ganz anderes. Mit einem Triebwagen aus dem Jahre 1935 kann man vom Staßfurter Bahnhof aus direkt in ein kleines Dampfparadies fahren. Die ehemalige Einsatzstelle des Bahnbetriebswerks Güsten ist heute ein Traditions-BW, das über mehr als 20 Großdampfloks verfügt. Darunter auch so seltene Exemplare wie die Mammut, eine 95 der sogenannten Tierklasse der ehemaligen Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn. Oder die 01005, erste und älteste Einheitslok der Deutschen Reichsbahngesellschaft von 1925. Als Museumslok seit 1975 fahrfähig, aber nicht mehr betriebstauglich. Der 1990 gegründete Verein Traditions-BW Staßfurt richtete schon viele Lokausstellungen, Sonderfahrten und Plandampfeinsätze aus. Bei solchen Veranstaltungen stehen gut die Hälfte aller Loks unter Dampf. Dann geht es in Staßfurt zu wie in alten Zeiten. Ein besonderer Gast war im Mai 93 diese Traditionslok der Reichsbahndirektion Halle. Es ist das einzige erhaltene Exemplar einer preußischen T8 von 1906. Das Schmuckstück soll demnächst im RAW Meiningen betriebsfähig aufgearbeitet werden. Die Attraktion der Veranstaltung aber sind die Schaufahrten mit betriebsfähigen Großdampfloks der Baureihen 41, 44, 50 und 65. Mehrmals täglich werden sie vor Güterzüge gespannt und ermöglichen so dem Eisenbahnfreund stressfreie Bilder. Auch damals alltägliche Arbeiten wie die der Lokbehandlung kann man an solchen Tagen hautnah verfolgen. Da darf den Lokpersonalen schon mal genau über die Schulter geschaut werden und man bekommt einen Eindruck von diesem einst sehr harten Job. Wenn aber dann der speziell Interessierte auch noch auf dem Führerstand mitfahren darf, weicht diese Erkenntnis rasch wieder der Begeisterung dafür. Wasser aus. 65 10 49, eine Traditionslok des Verkehrsmuseums Dresden, die aber in Staßfurt untergestellt ist, wird nun für die nächste Schaufahrt vor einen Güterzug gesetzt. Ja,
Der rührige Traditionsverein lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. So ist diesmal mit einer Gartenbahn auch an die kleinen Eisenbahnfans gedacht worden. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei dieser Miniaturnachbau einer Ohrenstein- und Koppel-Schmalspurlok. Wie beim großen Vorbild muss das Maschinchen natürlich geschmiert und bekohlt werden. Fünf Jahre lang brauchte Herr van Eckeres aus Holland, um diese detailgetreue Nachbildung in Handarbeit anzufertigen. Für die großen Fans ziehen derweil immer wieder neue Zugbespannungsvarianten am Gelände vorbei. Hier 44 14 86 mit 65 10 49 im Vorspann. Wer das Traditions-BW besichtigen möchte, ist in Stassfurt herzlich willkommen. Gegen einen geringen Obolus steht das Dampfparadies in der Magdeburger Börde jedermann offen. Wir aber fahren nun von Stassfurt mit einem Reichsbahn-Nahverkehrszug weiter über Güsten und Aschersleben in das norddeutsche Mittelgebirge, den Harz.